Guten Morgen. Guten Morgen. Oh, ist kalt. Keine Hände, Leute. Ich habe alles auf einen Punkt verloren. Ja. So ein Aufwand hätte, gell? So ein Aufwand. Ja, ah, Leo. Freut mich, dass ich so viel jungen Besuch habe. Wissen Sie, wie schön das ist, wenn man jung ist? Und jemand hat, den man wahnsinnig gern hat. Und so bleibt es aber. Das ganze Leben. Frau Mimi, halten Sie sich jetzt fest bei mir ein bisschen. Ein bisschen festhalten bei mir. Zum Aufsitzen. Zum Aufsitzen? Ja. Kommen Sie nur her. So. So. Gerne, Georgen. Sie kommt nicht mehr, sich wieder zu entlassen. Das ist einmal jung. Das wissen Sie nicht. Aber Sie werden mir drauf kommen, dass Sie trotzdem viel zu viel verzeugt haben. Sie können das gar nicht auslösen, was in Ihnen steckt. Es steckt zu viel darin. Unser Ziel ist einfach wirklich die Normalität vom Bewohner leben lassen, ja, dass er wirklich seine Normalität, was er eben früher daheim gehabt hat, auch bei uns ausleben kann. Es gibt keine fixen Strukturen oder fixe Zeiten, wo jetzt der Bewohner aufstehen muss oder frühstücken muss, ja, sondern es ist wirklich sehr individuell und eben seine Normalität. Angefangen auch seine Normalität eben auch im Zimmer. Sie haben Möbeln mit, sie haben ihre Gegenstände mit, was ihnen wirklich wichtig waren. Ja. Es schaut jedes Zimmer anders aus und es ist einfach wirklich irrsinnig schön, das zu sehen, dass sich dann der Bewohner auch wirklich wohlfühlt, ja, und auch seine Sicherheit dann hat durch das. Grüß Sie. Hallo Hans. Darf man aufstehen, gell? Okay. So. Herr Nolz, da setzen wir jetzt um mich, gell? Am Rollstuhl. So, Achtung. Genau. Gut durchstrecken einmal. So. Sadele. Hand.
glaube, mein Herrn Nolz weiß ich, dass er gern tanzen war früher. Und darum haben wir einen alten Schallplattenspieler. Den habe ich aufgetragen mit einem alten Lied. Und weil er nicht mehr selber stehen kann, jetzt darf man tanzen im Sitzen. Das zweite ist noch vom Parkinson, ist ganz wichtig, Rhythmus und die Bewegung, also in Rhythmus mit. Und man merkt einfach, wie seine versteiften Hände dann locker werden und sie einfach schön mitbewegen können. Und er sonst mit den Händen gar nichts macht und dann richtig mitschunkelt mit mir. Und auch, wie sich das Gesicht verändert und er dann lebhafter ausschaut nachher. Wir haben den Mund bewegt, blinzelt und ganz am Schluss auch mit mir Blickkontakt hat. Kommst du rüber? Steh mal auf, gell? Oh. Ja. Die Schuhe zieht sich noch aus, gell? Frau Mimmi, ich wünsche dir eine gute Nacht, gell? Schlaf gut. Ja. Und ich schaue in der Nacht einmal vorbei, gell? Ja. Baba. Die Grundeinstellung, ja, einfach wirklich, dass jeder Mensch ein Mensch ist, ja, und dass er das machen kann, was er möchte, ja. Und nicht ich bestimme sein Leben oder ich bestimme, wann er eben aufsteht, wann er frühstückt oder die Struktur oder die Organisation bestimmt, sondern er selber. Und das ist eben bei uns möglich. Und das macht es interessant und spannend.